Hallo ihr Lieben, so jetzt melde ich mich mal hier ganz unkonventionell aus dem Auto, wartend vor der Schule meiner Tochter mit einer kleinen Videobotschaft bzw. einer kleinen Erklärung auch. Also ich habe jetzt das erste Interview zu meinem Projekt Renew Yourself mit Dr. Anke Ballmann durchgeführt. Es ist noch in der Bearbeitung, im Schnittprogramm und dann auch im Hochladen. Es ging um die Themen Machtmissbrauch in sozialen Einrichtungen und ja, all das, was die Kindheit anbelangt und wie ein alternativer Umgang mit Kindern gefunden werden kann, sodass quasi eine gewaltfreie Erziehung, denn das ist es eigentlich nicht, das sollte es auch nicht sein, sondern eine Begleitung stattfinden kann und ja, die Schnittstelle zu dem, was ich mache und meiner Begleitung ist eben das innere Kind, ja. Das ist Teil des Renew Yourself Programms, das ist quasi die Grundlage, das Fundament. Und wer mag, kann sich so auch allein für die Grundlage, für die fundamentale Arbeit sozusagen, innere Arbeit in sich selbst entscheiden, für das kleinste Paket, das kleinste Programm. Und da möchte ich eben kurz mal erläutern, worum es da geht, was Renew Yourself, was das überhaupt ist. Es ist ein Selbsthypnoseprogramm, was ich aufgrund meines ganzen Wissens und meiner Erfahrung, also durch die Heilpraktikerarbeit, durch psychologische, spirituelle Arbeit, sozusagen selbst erfahren und neu kreiert habe und eben im Unterbewusstsein wirkt. Also man macht diese Übungen und wenn wir jetzt mal nur von der inneren Kindarbeit sprechen, mindestens 6 Wochen, wenn nicht eher 12 Wochen, was wirksamer ist, noch jeden Abend vor dem Schlafengehen. Das ist eine Übung, die ist niedergeschrieben, die muss man sich vorher ein bisschen einprägen und kennenlernen, sodass man das auch ein bisschen visualisieren kann, das eigene innere Kind. Und dann geht es eben darum, in diesen Übungen abends immer Beziehung zum eigenen inneren Kind aufzubauen. Und dem dann bestimmte Dinge zu sagen und sozusagen in diese Selbstfürsorge zu gehen. Also das ist im Grunde eine Selbsttherapie. Wenn man einen Therapeuten hat, gibt es immer noch jemanden, auf den man sich bezieht oder auf den man sich in irgendeiner Form verlassen kann. Und in diesem Programm geht es darum, eben radikale Eigenverantwortung zu übernehmen. Ja? Das ist ein hoher Anspruch, aber wenn man es denn macht und hinkriegt, ist es halt auch extrem nährend und gibt ganz viel emotionale Unabhängigkeit. Das ist das Ding. Man macht sich super emotional unabhängig von der Außenwelt. Und man schafft es eben, die Nabelschnur der Bedürfnisbefriedigung von der Außenwelt abzuziehen und sich das dadurch selbst zu geben, und zwar auf einer ganz tiefen emotionalen Ebene. Und das hat nichts damit zu tun mit, ich steige jetzt in die Badewanne und tue mir was Gutes, sondern das hat damit was zu tun, dass man diese emotionalen Bedürfnisse, die bei den wenigsten Menschen erfüllt worden sind in der Kindheit, sondern durch Ablehnung, Ausgrenzung, Gewalt, oder nicht gefallen oder wie auch immer oder auch ein mögliches nicht aushalten können von Eltern, eben nicht erfüllt wurden, schon mal nicht von den Bezugspersonen. Und die weitere Folge ist ja auch, dass man sich selbst So, jetzt wurde ich hier kurz unterbrochen. Also, es geht darum, dass man eben
allein die emotional verbundenen Menschen einen sozusagen nicht diese Bedürfnisse erfüllen konnten, die man eigentlich gebraucht hätte. Und das sind in der erster Linie eben emotionale Bedürfnisse nach Liebe, Geborgenheit, Anerkennung, Aufmerksamkeit, Zuwendung. So. Und wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt sind, fängt man an und spaltet der Teile von sich selbst ab, um sich anzupassen. Das ist das, was wir als Verwicklung bezeichnen. Also dieses Abspalten von sich selbst, von eigenen Anteilen, von eigenen Bedürfnissen, um eben in diesem System, in dem man da aufwächst, überleben zu können, ist eine Verwicklung, die wir eingehen. Und das manifestiert sich im Gehirn so, auf diese Art und Weise, dass das irgendwann vertraut ist. In dem Interview haben wir auch über Gewalt gesprochen, und da gehen wir jetzt mal schon mal nicht mehr von körperlicher Gewalt großartig aus, sondern von psychischer Gewalt, subtiler Gewalt, die keiner sieht, ein Augenrollen, was quasi ablehnend wirkt, aber eben nicht nachgewiesen werden kann im Sinne von, das ist jetzt Gewalt, sondern es ist ja nur ein Augenrollen. Aber das macht ja was mit Kindern. Und das ist eben, wenn man so aufwächst, und es ist in den meisten Fällen so, vertraut diese Verhaltensweisen und eben nicht liebevoll und nicht nährend. So. Und dieses Programm oder diese innere Kindarbeit wirkt eben deshalb so intensiv im Unterbewusstsein, also da, wo das alles sozusagen verdrängt ist und unterdrückt wurde, und holt es wieder raus. Und wird dadurch spürbar, dass die Klienten dann in der Regel relativ schnell wieder anfangen zu träumen und das sozusagen an die Oberfläche kommt und da dann eben auch bearbeitet werden kann. Was aber wichtig ist, ist, dass das wirklich 6 Wochen mindestens, eher 12, durchgeführt wird, jeden Abend, damit eben diese Verwicklungen im Gehirn sozusagen, die toxischen, vertrauten Muster und Programme durch das Neue ersetzt werden. Und es wird dann immer schon nach ungefähr 2 Wochen spürbar, ganz sehr spürbar im Gefühl, dass eben das Alte so nicht mehr, also dass sich das Alte nicht mehr wohlig anfühlt, richtig anfühlt, weil eben das Neue, und das ist eben das, was man dieses mit dem Kind sozusagen da in Beziehung zu gehen und dem wohlwollende Dinge mitzugeben, dass dadurch allein quasi sich die Empfindung verändert zu dem Umfeld, in dem man sich ja gerade befindet, was noch toxischer Natur ist, weil man ja eben das aufgrund der eigenen Verwicklungen so kreiert hat. So, und dann kommt natürlich der nächste Schritt, dass man anfängt, eben diese Realität, in der man sich da gerade befindet, so zu verändern, indem man anfängt, Grenzen zu setzen, indem man diesen wunderschönen, emotionalen, wohligen, geborgenen Raum, den man sich dann durch diese innere Kinderarbeit selbst erschaffen hat, schützt vor dem, was da eben nun mittlerweile wahrnehmbar nicht mehr passt. So. Und durch diese Entscheidungen in der Außenwelt, also indem man dann anfängt, sich davon zu distanzieren oder eben Grenzen zu setzen, kann man dann Stück für Stück eine ganz wohlige, gesunde, neue, liebevolle Realität für sich selbst, mit sich selbst erschaffen. Und das ist ganz, das ist halt keine Zauberei, das beruht auf kosmischen Gesetzen, dass dann eben die Resonanz im Außen, wenn sich das im Inneren verändert, auch nachziehen muss. So, und dann hat man quasi eine geheilte Situation. Das ist jetzt nur mal die Grundlage des inneren Kindes.